Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. In der letzten Folge haben wir das Kolosseum vervollständigt und diesen steckten Turm, der also die Insel hier. Wir wollen uns in dieser Folge zum dritten Gebiet aufmachen. Oh, ich sehe schon, da ist ein Schalter. Weil wir ja letzte Folge schon etwas gemacht haben. Oh, ich sehe keine Katzenlocken mehr. Oh, das ist. Oh. Kann ich eigentlich hier drauf treffen? Nee. So, wollte man. Das war mein Plan. Ja, easy. So kann man es auch machen. Hey. Okay. Kampf auf. Kampf im Eis. Yes. Eine Katzenlocke. Ein absolutes Lieblingsitem in dem gesamten Game. Lass den Leuchtturm strahlen. Yes, mache ich. Okay, was kann ich jetzt hier so machen? So, die Propeller-Dinger, ich weiß gar nicht, wann es die gibt. Und ich weiß auch ganz ehrlich gar nicht, wo ich lang muss oder was ich machen muss. Okay. Habe ich jetzt gekriegt? Toll, weiß ich gar nicht. Aber wo geht es denn jetzt hier hoch? Was muss ich machen in dem Gebiet? Weil ich weiß es nämlich gerade gar nicht. Was kann ich mir denn rummachen? Wo führt mich das denn bitte hin? Von ganz unten nach ganz oben, also nein, nicht nach ganz oben, sondern dieses Etagenteil. Ey. Das kann nicht euer Ernst sein. Ja, meine Katzenlocke ist wieder mal weg. Außer. Triggert mich schon wieder enorm. Ich möchte nur meine Propeller halt da. Schade, meine Katzenlocke verloren hat, weil Bowser mal müsste, dann muss ich mich. Braten. Weil ich komplett verarschen. Die ist echt ernsthaft so dämlich und kommt da nicht hoch. Aber wir sind Bowser wieder weg.
Das ist immer richtiger Abfuck hier. So schwer ist das doch gar nicht. So, jetzt kann ich mich wenigstens transportieren lassen mit den Dingern hier. Au. Ach, mein Finger. Hier hinten ist was. Das tat aber verdammt weh, jetzt gerade an meinen Fingerknöcheln. Das muss ich glaube rausschneiden, weil es sonst zu laut ist. Okay. So. Die Pünktchen nerven mich sehr dolle. Ach lol. Danke, Bowser Junior. Hä? Ui, da ist was. Ah, perfekt. Tanuki. Den nehme ich natürlich gerne an mich an. Das war ja mal komplett Absturz. Das kann da nicht ein Ernst sein. Also dann frage ich mich echt, will ich? Was ich verbrochen habe, ist jetzt solche Strafen. Ich kriege wieder runterfallen. Warum komme ich jetzt nicht hier weiter? Oh nein, jetzt kommt der wieder. Ah, schnell. Wobei ich mich echt frage. Es muss ja noch minimum zwei Welten kommen. Weil hier haben wir Platz. Also hier unten jedenfalls und hier. Und hier ist viel Platz. Würde mich echt mal interessieren, wie viele Welten noch kommen. Muss der jetzt kommen. Hier war doch Eyo. Danke, Bowser. Junior, meine ich. Aber wenn ich Bowser sage, dann meine ich immer Bowser Junior. Gut, okay, das, der Rechner ist fertig mit Rendern. Ja, es wird noch assi hier. Perfekt. Das ist Bowser Junior echt eine große Hilfe. Oh nein, also wie wird denn bitte hier dann die... die blauen Münzensammelei. Die werden ja auch abfuck hier. Schade, naja.
Mal schauen, wie es wird. Oh Gott. Erledigt. Schon zwei, gleich haben wir... Nee. Okay, ich hätte ja schon geholt, die eine. Ist da unten eine oder ist... Doch, da unten ist doch eine. Okay. Eine goldene Röhre, was kann man denn machen? Bonusräume, okay. Also eine goldene Röhre, Bonusräume, oder wie versteht das falsch? So ein... So eine Kröte hier. Jetzt ist die Frage natürlich nur, ob da... habe ich hier was? Das ist halt die Frage. Und ist hier unten das neue Gebiet, wo ja das neue Gebiet gedingst hat? Ist ja gerade ein neues Gebiet aufgetaucht hier unten. Da sah es von oben so aus, als wäre hier eine Shine Sprite oder eine Sprite hier runtergefallen. Aber es war anscheinend doch dieses Propeller-Ding. Okay, also wenn ich dann da runterfliege. Das ist natürlich nicht so geil. Aber auch das haben wir erledigt. Okay, dann haben wir auch hier das Zeitrennen erledigt und können uns weiter ganz entspannt diesem Gebiet hier widmen. Das Gute ist ja auch, dass Bosa gleich kommt. Oh, warte mal, hä? Ich will absteigen, Mann. Die Frage ist halt, wie komme ich mit der Mieze hier? Oh, ey, das ist immer richtig abfuck. Wie ist halt die Karte Tots, Geräusche gemacht. Weil ich die Kamera wieder gedreht habe. Ich bleib hier. Ich habe jetzt gerade die Chance, hier dieses Rotloch zu öffnen. Da hier irgendwo ist da. Danke, dass du gleich hierher gesprungen bist. Und als Rache, weil du mich brutzeln wolltest, schicke ich die Shine Sprite hinterher.
Naja, ich wollte trotzdem die Katze zurückbringen. Bleib bloß bei mir. Oh, das findest du total süß. Ja, Mario hat dann also auch richtig schön in das Fell der Mieze rein. Ist ja auch absolut Loot gar nicht unangenehm. Ich meine, wenn man einen Haufen Fusel und so eine Nase hat. Gerade als Allergiker. Also ich bin kein Allergiker, wir haben selber Katzen. Aber es war Mario gerichtet. Ey, es kann doch nicht wahr sein. Wieso kann ich den? Na, ist denn den normalen Controller, Joy-Con-Controller Dings Grütze wirklich so extrem abfuck? Oder ist es mein Skill? Ich denke erst die anderen Controllern, nicht an mir. Ich hoffe, dass es richtig ist. Dass das die richtige Katze ist. Ich weiß es natürlich nicht. Bitteschön. Ja, mein Laufwöchchen, ein Katzen... Geschwisterchen. Verlorene Kätzchen bei den Ruinen. Ach, das ist ein Ruin da hinten. Wo sind das hier, die Ruinen? Weiß ich nicht. Irgendwie mal. Lassie. Komm gleich mal... zu mir, wenn wir da hin... gurken können. So. Ja. Was gerät jetzt kommt wieder Bowser. Okay. Gut, das hat sich schon erledigt hier. Das ist mein nicht vorhandener Skill gerade. Ja, ich weiß, dass er eine Star erscheint, weil du eine Katzencoin halt. Wenn ich nee, Katzeninsignie. Ja, das war auch kein Abfall gerade. Oh. Jetzt laggt das natürlich wieder ordentlich. Verschwindet doch einfach, Bowser. Ja. Kannst du bitte einfach gehen? Kein Mensch mag dich.
Danke. So, ich möchte das jetzt probieren. Moment mal, da ist ja noch eine Plattform. So geht's auch. Somit haben wir das erledigt. Und eine fehlt uns noch. So, wie lohnt sich das Gebiet jetzt hier? Anscheinend ja nicht. Gibt es hier noch irgendwas zu erledigen? Das Ding ist halt, ich kann jetzt keine Feuerbälle mit den Dingen auf mir drauf dingsen, schießen. Und die Möwe hat auch Katzenöhrchen und sowas, sieht so niedlich aus. Aber trotzdem, wo ist denn erst diese Röhre, wo man hier hoch hochfährt will. Propellerteil. Ich will einfach nur schnell Auswahl haben. Ja, die Frage ist halt, wie die 100 roten Münzen fehlen mir noch. Ja. Also fahre ich mal eine Runde nochmal hier weg. Vielleicht lädt das Ding dann neu. Ach ja, Bowser kommt gleich wieder. Ups. Da muss ich da ganz hoch wieder. Nein. Der Kollege kommt wieder. So. Ah, ich hätte mir ein bisschen noch Zeit lassen können. Wegen Bowser. Denn der kommt ja jetzt wieder. Und auch dieses Gebiet ist abgehakt. Ja, genau. Müssen wir jetzt eigentlich gegen Bowser nochmal kämpfen?
Wenn ja. Wow. Okay. Die will ich mir holen. Die hole ich mir jetzt auch. Die Katzenburg, ey. Och, hol die dir doch einfach mal hin. So. Dann kämpfen wir jetzt nochmal gegen Wut-Bowser, um uns dann das neue Gebiet anzuschauen, weil ich, soweit ich weiß, muss man immer ein Gebiet, also einmal gegen Bowser kämpfen, damit er halt dann ja ein neues Gebiet freigeschaltet kriegt. Als Rache für das erste Duell gegen uns oder mit uns, wer auch immer. So, und ein neues Gebiet. Wieder ein Katzenbogen, ja. Oh, jetzt geht es hier hoch. Cool. Oha. Oh, ich sehe gerade wieder eine Katzenmutter. Ach nee. Nur ein Gebiet? Also drei Gebiete insgesamt? Ich dachte, es gibt vier. Okay. Weil es ist nur hier was erschienen. Hier ist ja noch nichts. Oder tiefes Wasser, wo man nicht hinkommt. Oder? Hier ist es Flachwasser. Dunkler ist immer tiefer. Aber es muss ja hier richtig tief sein. Aber sinkt ja auch hier komplett, wenn man reinlatscht. Aber das ist mir jetzt ein bisschen blöd. Schade. Naja. Aber das Gebiet erkunden wir in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr euch gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo und einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal und ciao.